So. Wir töten die Tiere und befreien sie? Nee, erstmal befreien, dann die von den Tieren töten lassen, ne? Jo. Ach du Dreck, Riesenschnecken. Gott, sind wir böse. Das wird so schön. Oh Gott, oh die Gott. Nehmen Arbeit ab, wie toll. Oh Gott, vielleicht kriege ich das auch noch einen Verderbtheitspunkt. Nein. Hoffentlich. Nein. Ah. Nein. Okay. Ne? Die Sache ist die, der Schneck kommt rauf. Ach, den einen können wir ja töten. Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Warte mal. Wieder 5%. Ach ja, gewusst wie. Ja. Vor allem gewusst wie. Die einzigen, die gescheit gegen die Schnecken sind, sind Grüne. Weil die nicht davor stehen. Ja. Mhm. Was, wie es aussieht, sind die Elfen auch noch am Leben, ne? Ja. Das ist gut für dich, du darfst noch Elfen töten. Ja. Oh nee. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, alle rauf! Zauber halt noch weg. Kommen alle zu mir, bitte. Und jetzt gehen alle auf den Schneck. Danke. Das ist ja ein bisschen schneller weg, wenn alle drauf gehen. Also, ihn angreifen, Mensch! Ah. Ich hab das Gefühl, dass die absolut minder begabt sind. Aber nur ganz ein klein wenig. Bizzili. Ja. Geh. Geh, Bizzili, bloß. Ganz ein bisschen, oh, ja. So, warte mal. Das schaut mir da ein bisschen. Warte mal, wollen die das öffnen oder schließen? Schließen, sehr gut. So, und jetzt gehen wir mal alle da ran. Und dann transportieren wir das auch raus. Ja, aber du musst es da hoch. Mhm. Ich sehe es gerade. Mach's lieber selbst, es dauert zu lang. Achso, ja. Das machen wir schon, wenn gründlich. Mann, die sind echt unfähig! Dann wieder klassischer Fall von, das macht der Papa selber. Jo. Okay. Machen wir nix. Jeder mag Goldherr, aber dieser König Goldo scheint davon. Goldo. Oh, ja. Das ist wieder schön oldschool, wo die Namen noch so lustig waren, ne? Ich frage mich, was er wohl damit. Hier gibt es nicht zu kaufen, ich frage mich wohl, was er damit macht. Wahrscheinlich fressen, ey. Das träumt zumindest zu. Boah, jetzt fällt mir überhaupt auf. Die Grünen haben Freddy Krüger klauen. Das fällt dir jetzt erst auf? Ja. Ja. Scheiße, ja, Mann. Das ist das einzig Coole, was ich bei denen so finde. Ja, die sind das ja ganz cool. Die sind Assassine. Ja, ich mag sie ehrlich gesagt wirklich ein bisschen mehr als die Braunen. Ja, du bestehst auf Xbox, ne? Hm. Okay, aber wo müssen wir jetzt weiter? Kannst du sagen, was du willst. Die Xbox-Spiele sind sau viele, sau gut. Ja. Ja. PS3 genauso. Es ist in dem Sinne gleicht sich sehr schön aus. Ja, aber PS3 hatten ja so ab und zu mal einen Einzeltitel, weißt du, der hervorsticht. Aber Xbox hatte schon einige gute, richtig gute Titel. Ja. In den letzten Jahren. Naja, egal. Denn der mit Abstand beste Titel ist ja nie weitergeführt worden. Welche? Bulletstorm. Das war das geilste Spiel überhaupt und das haben sie nicht weitergeführt, weil es so dermaßen kontrovers war, dass sie es einfach gestoppt haben, das gesamte Projekt, mehr oder weniger. Also Bulletstorm? Am Ende von Bulletstorm ist nämlich wirklich so Fortsetzungsfolgt und es ist wirklich ein kompletter Cliffhanger in Richtung zweiten Teil, ne? Mhm. Und dann, wo es halt darum gegangen ist, es ist released worden, ist fast überall verboten worden, sofort das Spiel. Fast überall. Weil es einfach nur so bösartig, so falsch, rassistisch. Es ist einfach der Wahnsinn, das Spiel. Das ist komplett irre und abgedreht, das Spiel eben, gell? Okay. Und das war halt einfach zu irre und abgedreht, aber es war perfekt. Da wäre Let's Play. Der Wahnsinn. Das muss nochmal spielen. Es gibt so Xbox auch. Leist dir mal für die Xbox aus. Es ist einfach nur ein komplett übertriebener Shooter. Und der macht einfach total laut. So, jetzt lass erst doch mal fix die Dings checken hier. Hm? Aufträge. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, drei von vier. Lauf nochmal von, ja, von der anderen Seite rein. Statt von der, wo du jetzt warst. Ja, da rein, ne? Ja. Wollte jetzt eben machen.
Aber eben, wie gesagt, alle, die jetzt da zuschauen, erstens Let's Play von Bulletstorm bei mir angucken oder Bulletstorm besorgen und zocken. Mir ist beides recht. Hauptsache ihr kennt Bulletstorm, weil das Spiel lohnt sich wirklich. Ja, das kann gut sein. Ich hab's noch nicht gespielt. Und ich glaube, hier geht's irgendwie nicht weiter. Irgendwo muss hier was sein. Nee, da waren nur die Elfen gefangen. Warte mal, die Elfen waren da gefangen, gell? Ja. Und die sind unfähig, dort die 2 Meter hoch zu klettern. Spiellogik, und es sind Elfen. Okay, gut. Gut, Spiellogik passt schon wieder, es sind ja Elfen. Aber jetzt mal im Ernst. Irgendwas haben wir übersehen. Ja. Vielleicht, wo wir da hergegangen sind? Wahrscheinlich. Ist da eine Türe? Gehen wir mal links weiter. Ne, da ist nix. Okay, hier. Geht's irgendwo rauf? Ne, das haben wir auch herkommen. Da geradeaus ist auch nix. Geh nochmal zurück, ich hab da glaube ich was gesehen. Wo? Zurück? Ja, da wo wir die Schnecken an die Elfen an die Schnecken verfüttert haben. Was ist hier? Moment, bin jetzt hier. Da jetzt rechts. Ist da nein? Da ist doch irgendwas. Ja, meine Kleinen können da rein. Boah, sonst keiner. Ah, okay. Da muss irgendwo weiter hinten noch was sein. Ja, ich laufe jetzt einfach nochmal eine ganze Runde, oder? Ja, aber lauf halt nach von hinten nach vorne. Und ja, ich bin ja jetzt schon um mehr oder weniger bei der Hälfte gewesen. Ja, du bist jetzt beim hinteren Teil. Ja, war ja. Ich bin jetzt ja in die andere Richtung laufen, oder nicht? Nee, warte, aber ich laufe jetzt wieder bis zum Anfang. Laufe von Anfang nochmal bis daher, weil ich war jetzt dann schon bei der Hälfte hinten. Im Endeffekt ist es eh egal. Wie du meinen tust. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Mehr Karte von Overlord besorgen. Das ist der erste Raum. Also geht's jetzt in die Richtung. So. Da gibt es nichts. Was haben wir hier? Darunter war nix. Und das Grüne, ne? Ja, da war der grüne Respawner. Und hier ist auch ein Dead End. Geht's nochmal da entlang, geradeaus. Wo geht's da hin? Ah, da geht's weiter. Sehr schön. Sehr schön. Na bitte. Ja. Gar kein Problem. Na Pizza. Was? Eine Pizza? Pizza. Pizza. Ja, kaum so. Mache ich mir morgen. Ah, schon. Warte mal. Warte mal, jetzt laufen wir alle bis daher ungefähr. Achso, warte mal, da gibt's jetzt soweit nichts mehr. Nee. Okay. Da ist auch Dead End. Ja gut, jetzt haben wir alle 4. Na passt doch. Ja, nee, es geht mir um die Statue der Muttergöttin. Weil die ist. Achso, ja, die. Achso, nein, das ist. Ich seh's gerade oben, das Territorium ist Goldene Berge. Ich hab gedacht, das ist jetzt Territorium Glitzergrotten. Du bist immer noch im Territorium Goldene Berge. Ja, ich hab gedacht, das ist. Der Dungeon wird nie einzeln benannt bei Overlord. Ah, alles klar. Also, das habe ich zumindest noch nicht bemerkt, falls es so ist. Ja, aber es leuchtet ein. Es leuchtet ein, ja. Normalerweise, wenn die Aufgaben für das komplette Territorium gezeigt. Aber ich hätte mich auch fragen können, hätte ich dir jetzt gleich gesagt, dass du die da nicht findest. Ja, mei. Ja. Warst du überhaupt schon mal bei den Zwergen, Lena? Nee. Ja, wie gesagt, also das weiteste, wie jemals Overlord bevor im Let's Play gespielt habe, war Oberon, habe ich die ersten 2 Wurzeln kaputt gemacht. Blaue habe ich auch noch nie gehabt eigentlich davor. Deswegen. Dann ist das jetzt hier absolut blind für dich. Komplett blind für mich, ja. Aber für dich nicht, deswegen steht oben auch nicht blind drin. Ja, eigentlich müsstest du ja blind reinschreiben. Ja, bei Overlord 2 wäre es auch schreiben. Weil das kenne ich überhaupt nicht.
Ja, und wenn es bei mir gut läuft, habe ich es aber bald. Ja, stimmt. Jetzt hast du genug Gold, denke ich mal. Ja, okay. Warte mal, dann werden wir über die niederen Kreaturen zurück in die Bastion gehen. Bitte? Gold? Nur 19.000. Das ist viel zu wenig. Mehr nicht. So, jetzt werden wir erst nochmal niedere. Ich höre niedere Kreaturen, blöd. Hm? Mann, echt. Gnall, du bist. Der Gnall ist so cool. So. Mal alles kaputt machen hier. So. Hier ein Wolverine-Krallen. Ja. Weil Freddy Krüger hat ja an jedem Finger eine. Ja. Beziehungsweise hat er zwar verschiedene Handschuhe. Aber er hat Handschuhe und die haben hier so drei. Ja, die haben so ein Ding, das da drüber steckst und haltest. Okay. Wir wollen es aufrüsten, also mal los. Okay, als erstes, was ihr aufrüstet, sind einfach mal die Minions. Schergen. Würde ich sagen. Ich muss sagen, mir gefällt es besser als dieses Rosengedöns. Ja. Kann was. Du hast es noch nicht gehabt, gell? Doch, ich hab's ja schon mal gehabt, aber nicht bei dem jetzt. So, ausrüsten für grüne Schergen. Oh, die freuen sich, schau. Okay. Zeig nochmal die anderen Flaggen noch, bitte. Ja, Sekunde. So. Zerlumpte haben wir jetzt drauf, dann kennt man die sieht ja mal geil aus. Schlangenflagge. So, nehmen wir die Totenschädelflagge, ja. Dreckigen Bauern zeigen, wer hier der Herr ist. Oh ja. Hier der Herr ist. Okay. So, dann fangen wir mal von unten an. Frisierkommode für die. Für mich? Was ist der Bankettsaal? Keine Ahnung, aber ich kauf's. Oh, warte mal, die Stühle da. Ist ja total einladend, ne? Ja. Gut, dann gibt's historische Statuen. Für mich? Ja, so, ich weiß jetzt auch nicht, aber werde ich die Nacht mit ihren überleben, nachdem ihr alles geschenkt habt? Gardinen, vergessen wir die Gardinen. Ja. Ihr dunkler romantischer Narr. Ja. Kronleuchter kosten 3000. Die sind verdammt teuer, die Dinger. Ja. Boah, die Obsidiane kosten auch Vermögen. Muss man mal überlegen, jetzt kaufe ich mal erstmal die Dämonenstatue. Statuen, so. Was können wir noch? Thron der Dunkelheit. Ja, her damit. Ihr erwartet doch nicht, dass ich das putze. Ja, sicher erwartet das, Schatz. So, dann gibt's noch den schwarzen Teppich. Ihr erwartet doch nicht, dass. Ah, ich bin schon auf 1500 runter. Höllenstadion. Obsidiane. Boah, wow, geh mal runter. Die sind schon geil. Sorry? Ist geil. Warte, gehen wir noch eins runter. Ausgezeichnete Wahl, eine Sekunde. Ja. Großer Thron, der. Boah! Alter! Schwarze Marmorflur. Alter Schwede. Gut, ihr habt jetzt aber noch ihr habt ganze 105 Gold noch. Okay, dann wollen wir mal in die Privatgemächer mit der Vanessa. Schau den elenden Haufen Gold an. Das ist aber echt traurig. Oh, Menno. Ich mag diese Jule nicht. Tötet sie und trinkt die glänzenden Sachen. Wer ist die Jule? Egal, jetzt gehen wir erstmal. Oh, das ist ja romantisch, hä? Das ist liebevoll eingerichtet. Ja. Bei der anderen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, was du da hättest. Was denn? Einen Garten. Irgend sowas. Okay, jetzt bin ich gespannt in die Privatgemächer. Okay. Die zwei Spanner da, ey. Die sind ja von uns. Lass mich mal! Nicht drängen! Okay. Da seid ihr ja, mein Schatz. Sechs Dämonen, ne? Zuerst einmal müssen wir euch aus dieser schweren Rüstung befreien. Okay. Okay. Aha. Oh. Bring den Turm zum Wackeln. Es stürzt erst wieder alles ein. Toll, alles für den Arsch. Das kam überraschend. Das ist dicht, Mann.
Ach du Scheiße. Das Gesicht weit gut. Ich mag ja, ne? diese Jule okay. nicht. Tötet ah. sie und bringt mir ihre Herrlich. Glänzenden Sachen. Ja. Ach ja. So, der Overlord hat abgevögelt. Er hat abgesamt. Ach du Scheiße. Er hat abgesamt. Schneckenmeister. Schneckenmeister, ja, ja. Boah, aber der Thron ist schon mächtig, ja? Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten. Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Die kommen da nicht runter. Warte mal, jetzt schauen wir nochmal unten in den Kerker rein. Und dann werden wir einen Cut machen zum nächsten Teil. Ich glaube, das wird dir nicht so gefallen, was du jetzt siehst. Wir haben Zwergbogenschützen, Zwergbergarbeiter, Steinriese, Schnecke, kleine Schnecke und Steinriesen. Okay, das wird Spaß. Ja, die machen sowieso offscreen, also was soll's. Ja. Da ist es dann eigentlich eh völlig egal. Ja gut, dann sagen wir nur noch, dann bleibt nur noch zu sagen, schaut's ab beim nächsten Teil wieder rein bei uns, ne? Ja, Leute, Mann. Ja, unbedingt. Müsst ihr schon machen. Okay, bis dann. Servus. Ciao.